nämlich heute am 23. Ja, Anhänger Weltmeisterschaft. Ja, ich glaube, wir sehen ihn nachher in Aktion. Ja, jetzt hast du gerade Foto gemacht. Hier oben hast du Foto, hier hat er. Da haben sie ein Rechen zum Klon gemacht, ihr Erbse. Unsere Reihe hinter Finger. Guckt doch mal den Schild an, so ein Massion. Los geht's, wir gehen noch gar nicht gesehen. Er soll erst seine Prüfung bestehen, jetzt hat er ihn. Erster Abwinker hier bei der Weltmeisterschaft. So, liebe Motorsportfreunde. Ganz herzlich möchte ich euch hier begrüßen zur zweiten Simson-Anhänger-Weltmeisterschaft. Es ist eine Riesensache hier, zum zweiten Mal hier zu stehen. Und das haben wir zwei Jungs zu verdanken. Unser Andreas Becker und unser Reihe. Ich werde wahnsinnig, macht mal hier Feier von dir! Hey!
Bleiben Sie zurück und ihr kommt schon spitz! Crazy, kommt hier ein Junge! So, 15 Minuten, Alter, mit zwei Runden werden hier gefahren! Hier! Und jetzt! Arsch gefahren werden. So, meine Augen schauen Richtung Wasserhäuschen und da sehen wir einen riesen Satz. Wer schiebt sich da so schnell vor? Ist das Daniel Kappe? Nee, das ist von mir, ja. Sven Jakob Kallio, was ist los mit der Pfeile? Strecke freimachen, Sportfreunde. Wir warten hier auf den Führenden des ersten WM-Laufes. Diese Staubwolke, ich kann gar nicht erkennen, wer hier voll ist. Und da fliegt ein Stopp Nummer 12, Henry Rude. Oh, wie das leicht neidig. Da weißt du nicht, dahinter die 6. Johnny ist gefallen, verliert die zweite Position und Daniel. Ach, was ist jetzt? Schwalbe dort. Und da kommt die Doppelweltmeister, schieben sie hier auf die zweite Position. Das ist der Wahnsinn. Jetzt werden die auf den Dolgen durch hier in der Bremer. Was geht jetzt hier los? Die Stadt noch an sich. Eine riesen Aufholjagd. Hier brennt die Luft. Können die Doppelweltmeister noch mal ins Rennen gehen? Schwerer Sturz an zweiter Position liegen. Und hier haben wir die 13. Schulz-Bild, was ist jetzt? Vorsicht, platter Rasen. Er hat die Welle überschätzt, die Fahrer. Ja. Die hatten sich nicht genau angeschaut. Mein Blick geht wieder an die Stadtgerade. Wer kommt hier zuerst? Ja, die Neuen macht einen riesigen gestartet, ist noch voll im Rennen. Voll in den Punkten. Jawohl, elegant, wie er drüber fliegt. Und wieder frisch anlassen. So, die 10. Jetzt fällt er ab. Und hier kommt der Führende, die 12. Henry Rude. So, Henry Rude vorne, wenn ich alles richtig gesehen habe hier. So, jetzt warten wir hier. Die 6. Sony an zweiter Position. Und Casey, da ist Vetter. Und der Meier, Präsidenter Hänger. An dritter Stelle jetzt die 4. Thank you.
nicht spektakulär. Es sind nicht mehr alle im Rennen. Ihr habt noch geschweißt und geschraubt. Die 12 ist vorne, liebe Sportfreunde. Henry Rude, Neueinsteiger hier bei den Simson-Anhänger WM. Scheint das solideste Fahrwerk zu haben. Und was ist jetzt hier? Die Startnummer 10. Ein Rotkopf hier aufgekürzt wurde. Thank you.
Mein Rückenschal ist kaputt. So, komm hier! Tommy, wo bist du? Wenn die Startnummer 12 das nächste Mal kommt, sind die letzten beiden Runden. Und hier der zweite Runde. Ja, schnelle, schneller. Schnelle, schneller. Alles halt euch ein. Bedauerlich ist, dass die Doppelweltmeister des vergangenen Jahres ja spektakulär aus dem Rennen geschrieben sind. Ich hoffe, sie sind gut, dass wir wieder hängen und wieder hängen. Ich habe Neues. Oh, da Jens. Wenn ich Jens bei Jens komplett ist. Na, du mal. Oh, ja. 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 Der Anhänger ist verkreuzt, gefährlich von dem wir da jetzt so. Ja. Den Wandstich. Tschüss. Lieber wer bitte nach Airbus reist, was ist. Jeden Fall. Aber Rudi hat einfach nur die beste Voraussetzung, hat den besten Hänger. Ja, nee, besten Motor nicht. Besten Motor kommt hier.
Jetzt los! Okay, da löst ja, die Körper weg. Jetzt kommt hier die erste Hürde. Oh, eine Dampfwirkung rausfährt. Und jetzt geht. Und jetzt schippen sie raus hier. So, jetzt sind sie durch. Jetzt geht es auf drei Runden. Und einmal muss geblasen werden. Jetzt geht sofort an die Box. Der bläst den Luftballon bis zum Platzen. Jetzt wird hier geblasen, was das soll. Ja, das kennt nicht nur die Frauen. Das machen auch die Männer. Was schon am Platz? Wo wollt ihr da die Nummer her? Und jetzt geht die Aufholjagd los. Klopffleisch, Flotkowski noch in Führung, aber sie müssen noch blasen. Und Jens zieht hier hinterher. Drei Runden geht's hier. Und nur der Sieger kommt weiter. Aber wieso ist denn das Ding so schnell geplatzt? Ja.
Ja, Mensch. So. Unser Blick geht hier auf die Zielgerade. Schöns, Schöns gewinnt, auf jeden Fall. Das, da hat er es schon fast eingeholt. Ralf, den da hier, bitte mal runter von der Ziel. Was ist denn hier los? Wir sind ja bei der Weltmeisterschaft und nicht beim Rasenschach. So, und aus der ersten Runde. Löpflein Schlutkowski nach vorne. Riesentempo. Und jetzt hinein in die Schikane. Erste Runde. Und sie haben noch nicht geblasen. Das wird eng. Das. Oh, da muss ausholen. Feuer! Und jetzt kommen sie ins Mund und Romeo! Und Jens, jetzt ist er fast dran. Aber der andere Hänger macht was damit. Noch ist das Ding nicht gegessen. Zwei Runden liegen hier noch vor dem Jetzt blasen! Eine Runde, Sie müssen jetzt blasen. Ihr müsst jetzt blasen, blasen! So, jetzt biegen Sie ein in die Box. Wer nimmt den Luftballon in den Mund? Ja, der Beifahrer muss blasen. So, und jetzt? Und jetzt? Ja, die Technik hat wieder einen Streich gespielt. Er hatte das perfekt genommen gemessen. Trotzdem hat es nicht geklappt. Aber die Gas, die wir mal gewollt, weil er jetzt nur schneller. Aber habt ihr keinen Dampf auf die Füße oder was ist denn los? Ach Mann. Müssen wir dann noch ein paar Damen holen? Boah, das ist aber ein Riesending. Yeah! Und auf geht's in die letzte Runde! Wir haben hier den Weltmeister völlig. Jetzt geht's in die letzte Runde. So, ich bitte mal einen Streckenposten oder jemand zum Jens zu fahren. Was ist eigentlich los? Einen Moment bitte mal zum Jens. Wir müssen schauen, was da hinten los ist. Kann ich das voll mit der Arme holen? Ja. Ich sehe es gut. Wahrscheinlich hat die Technik ihn einen Streich gespielt. Das war schon im vergangenen Jahr so, heute wieder. Irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Und die Doppelweltmeister ziehen ihre Kreise. Die kommen jetzt aus der